Herr Steinmetz hat dieses schöne Dreieck aufgezeigt, was wir ja immer verwenden, Ökonomie, Ökologie und Soziales. Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir als Gewerkschaften, als einer der Stakeholder, uns natürlich um den Block Soziales ganz besonders kümmern. In allen anderen Bereichen gibt es in Teilen viel kompetentere Leute als uns, wohlwissend, dass wir natürlich auch den Blick für das Ökonomische nicht verlieren werden. Ich glaube, keinem kann daran gelegen sein, dass Unternehmen ständig am Rande der Insolvenz lavieren. Dann braucht man auch nicht mehr über CSR zu diskutieren. Ich glaube, das ist auch unstreitig. Dennoch möchte ich vielleicht auch etwas in Abgrenzung und Anregung der Diskussion nachher sagen, dass Gewerkschaften CSR natürlich schon sehr skeptisch gesehen haben und immer noch sehen. Nicht mehr so ablehnend wie früher, aber dennoch skeptisch. Jetzt sagen ja viele, ja, Gewerkschaften sind ja sowieso Pessimisten. Da sage ich immer, es mag gut sein, Pessimisten sind ja nichts anderes als Optimisten mit einer ganzen Menge Lebenserfahrung. Und insofern glaube ich, dass man auch mit einem kritischen Auge auf CSR gucken muss. CSR ist kein Kind der Gewerkschaftsbewegung, es kommt nicht aus unserer Tradition. Es hat auch nicht, nicht die Wurzeln im rheinischen Kapitalismus und es hat auch nicht die Wurzeln im Nachkriegsdeutschland und der Mitbestimmung. Das muss man einfach so sehen, sondern es kommt aus den USA, teilweise aus dem britischen Raum, wo man nach dem System Gentleman Agreement verfährt. Kolleginnen und Kollegen, die in europäischen Betriebsräten sind, die wissen teilweise, was das bedeutet. Ich meine, ich habe da im Prinzip nichts gegen. Wenn der Gentleman morgen aber kein Gentleman mehr ist oder das Unternehmen von jemandem gekauft wird, was dann kein Gentleman mehr ist, dann hat man ein Problem. Und das kriegen ja viele von uns auch tagtäglich zu spüren. CSR ist auch, das ist hier, glaube ich, ganz eindeutig gesagt worden, kein Ersatz für Mitbestimmung und Regulierung. Es ist kein Ersatz für vernünftige Tarifregeln. Es ist kein Ersatz dafür, dass man Gewerkschaften und Mitbestimmung eine Randrolle zuschiebt. Und daran kann auch nicht gedeutelt werden. Unser großes Problem, das ist hier gerade schon angeklungen, ist, dass das Konzept ausschließlich auf Freiwilligkeit und Einsicht der Akteure setzt. Und das macht uns tatsächlich Bauchschmerzen, deswegen will ich das auch noch mal betonen. Man muss nur mal den Blick auf die Finanzmärkte werfen jetzt. Was ist da nicht alles über Freiwilligkeit und Selbstregulierung geredet worden? Ich sage heute, mehr Regulierung hätte da gut getan. Und um das noch mal plastischer zu machen, Spekulation gegen Gemeinwohl kann nie gute Arbeit sein. Genauso wie elementare Fragen wie Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen keiner Beliebigkeit unterliegen dürfen. Und wenn Unternehmen selbst entscheiden können, wo sie diese Schwerpunkte setzen, wenn sie CSR für sich selbst interpretieren können, dann haben wir ein Problem. Und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Bei allem Positiven und bei aller, ja, sag ich mal, Chance, die auch in CSR liegt. Der Wirtschaftsminister hat ja gerade schon gesagt, dass die Politik natürlich auch eine erhebliche Rolle spielt. Ich glaube, auch hier gesagt, das Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft muss gelten und nicht umgekehrt. Auch das gehört zur Frage CSR. Am Ende ist CSR natürlich auch eine Frage des Wettbewerbs. Und deswegen glaube ich, dass auch Unternehmen, die es tatsächlich ernst meinen, mit CSR Interesse daran haben müssen, mehr verbindliche Regelungen in das Thema zu bekommen. Weil gerade diesen Unternehmen, die es wirklich ernst meinen und die CSR nicht nur als Marketing- oder PR-Konzept sehen, muss daran gelegen sein, die Spreu tatsächlich auch vom Weizen zu trennen. Und das geht nur, indem man Stakeholder entsprechend einbezieht und für uns natürlich auch ganz wichtig, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Lassen Sie mich nochmal vielleicht etwas provokant sagen. Für die Entwicklung des Gartens kann es nie gut sein, wenn der Bock und der Gärtner die gleiche Funktion einnehmen.
Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich etwas überspitze. Wir haben ja nachher noch die Podiumsdiskussion, auf der wir dann die Dinge auch etwas auseinanderfieseln können. Die Kritik der IG Metall ist ganz eindeutig, wenn es um CSR geht, darin, wie der Prozess gestaltet wird. Und dass die Kritik berechtigt ist, sieht man daran, dass bei der Weiterentwicklung der Definition über CSR, auch der Europäischen Kommission wurde ja gerade darauf hingewiesen, aus den deutschen Wirtschaftsverbänden eine ziemliche Ablehnung kommt. Dass das Prinzip der Freiwilligkeit nicht drangegeben werden darf, und ich habe den Eindruck, von der Bundesregierung wird dieser Grundsatz auch so gehalten. Diesmal scheint die EU-Kommission weiter zu sein. Deswegen freut es mich, wenn ich gerade in der Chemieindustrie lese, dass es hier wohl einen anderen Weg gibt, dass die Chemieindustrie mit der IGBCE zusammen doch mehr Vereinbarung, feste Vereinbarung in den Mittelpunkt stellt, als es die übrigen Arbeitgeberverbände denn tatsächlich wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zumindest einen kleinen Ansatz brauchen, dass die Offenlegung nicht finanzieller Kennziffern den Unternehmen auferlegt wird für mehr Transparenz im CSR-Prozess, weil die Unternehmen haben ja am Ende immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, mache ich CSR oder mache ich es nicht, weil die Entscheidung habe ich. Und wenn ich mich aber für Ja entschieden habe, dann glaube ich, muss ich auch einen bestimmten Weg gehen, der dann nicht mehr in Beliebigkeit münden kann. Bei der praktischen Umsetzung von CSR gibt es aus meiner Sicht eine ziemlich große Spreizung. Und auch da wieder sehr selbstkritisch, es gibt auf der Seite der Arbeitnehmervertreter Betriebsräte, die sich sehr intensiv um das Thema kümmern. Und es gibt Betriebsräte, an denen läuft es vollkommen vorbei. Wenn man die nach CSR in ihrem Unternehmen fragt, sagen die CSR, weiß gar nicht, worum es da geht. Also diese Spreizung hat man. Man hat sie aber auch auf der Seite der Unternehmen. Auf der einen Seite ein Management, was immer wieder betont, CSR ist eine reine Managementangelegenheit. Da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern, das machen wir schon. Und auf der anderen Seite ein Management, was ganz bewusst Arbeitnehmervertreter einbindet, was ganz bewusst den Aufsichtsrat mit einbindet und was ganz bewusst, um mal von der nationalen Ebene wegzugehen, auch europäische Betriebsräte oder SE-Betriebsräte einbindet. Das sind diese Unternehmen, die unsere volle Unterstützung haben. Und das sind die Unternehmen, die wir in den Debatten dann natürlich auch immer als positive Unternehmen herausstellen, um einfach zu zeigen, seht ihr, es geht. Es geht, und das sind ja nicht immer die Unternehmen, die im Wettbewerb ganz hinten stehen, sondern in weiten Teilen auch Marktführer. Das sieht man, Steinmetz hat es ja gerade hier vorgestellt. Hier wird CSR betrieben. Und trotzdem kann man Marktführer sein. Einige Themen von CSR, das muss man betonen, die gehen im Übrigen auch gar nicht ohne Betriebsräte. Das sagt schon das Betriebsverfassungsgesetz. Da geht es um Themen wie Gleichstellung von Mann und Frau, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Work-Life-Balance, da geht es um Health and Safety und. Es geht aber auch um den Umgang mit Zulieferern, den Einsatz von Werkverträgen, von Leiharbeit, aber die IG Metall hat hierzu auch Programme aufgelegt, um die Frage der Energie- und Ressourceneffizienz. Das alles sind Themen, die durchaus auch mit Betriebsräten diskutiert werden, und wir sagen, es ist wichtig, dass sich Betriebsräte aktiv einmischen, und wenn sie dann auf ein Management stoßen, was beteiligungsorientiert arbeitet, kann das nur gut sein. Wir haben gemeinsam mit dem DGB eine Checkliste, etwas hochgegriffen, einige Fragen aufgeworfen, woran man messen kann. Meint es das Management ernst, sind wir eingebunden oder nicht? Da steht die Frage, haben wir einen signifikanten Einfluss als Arbeitnehmer auf das Konzept, auf die Ausgestaltung? Wie verbindlich meint das Unternehmen CSR? Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der Vereinbarung? Sind Betriebsräte, Gewerkschaften, europäische Betriebsräte daran beteiligt und eingebunden? Sind tarifliche Mindeststandards abgedeckt? Und welche Forderungen auch der Betriebsräte
sind in dieses Konzept eingeflossen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn CSR die Unterstützung der Gewerkschaften haben möchte. Wir sind aber auch einen weiteren Weg gegangen, eben um aus diesem Dilemma der Unverbindlichkeit herauszukommen, und zwar den Weg über International Framework Agreements, also diese internationalen Rahmenabkommen. Das weiß ich nicht von den Kolleginnen und Kollegen hier. Gibt es hier im Raum jemanden, Unternehmen, die ein internationales Rahmenabkommen haben? Nein. Wir haben in den 90er Jahren als IG Metall damit begonnen und mittlerweile haben wir bezogen auf deutsche Unternehmen etwa 30 Unternehmen. Das sind große Automobilkonzerne natürlich, das ist aber, um einige Namen zu nennen, auch Faber-Castell, das ist Pfleiderer, das ist Siemens. Genau in diesen Rahmenabkommen beschreiben wir, was ist für uns gemeinsam mit den Unternehmen CSR, und hinterlegen das Ganze mit einem Berichts- und Monitoring-System, das man auch tatsächlich evaluieren kann. Ist das, was wir aufgeschrieben und tatsächlich vereinbart haben, auch das, was im Unternehmen tatsächlich passiert? Das ist ein Weg, finde ich, um CSR auch tatsächlich für uns handhabbar zu machen. Wir haben zwei Vereinbarungen im Moment in der Verhandlung und da sieht man, wie sich Theorie und Praxis unterscheidet. Ein großes Facility-Management-Unternehmen aus Mannheim. Wenn man sich die Homepage anguckt, dann glänzt die vor solchen Themen. Wir haben versucht, mit diesem Konzern ein internationales Rahmenabkommen zu vereinbaren, was nichts anderes tut, als diese Themen festzuschreiben und verbindliche Regelungen zur Umsetzung festzulegen. Die Antwort war: Wir brauchen keine überbordende Bürokratisierung. Und das zeigt, glaube ich, das Problem auf, in dem sich Gewerkschaften befinden. Ich glaube, die Form über IFAs sind ein guter Weg, auch für Gewerkschaften und Betriebsräte. Und diesen Weg sollten wir so lange gehen, solange wir keinen verbindlichen Rechtsrahmen haben. CSR ohne Zweifel ist eine Herausforderung für Gewerkschaften, aber auch für Unternehmen, für Mensch und Umwelt. Dieser Herausforderung müssen wir gerecht werden. Lassen Sie mich am Ende noch einen kleinen Schmankerl sagen. Ich habe selbst die Chance, beim CSR-Forum der Bundesregierung dabei zu sein. Da gibt es ja diesen schönen CSR-Preis. Wir haben lange darüber diskutiert, ob Mitbestimmung, Unternehmen, die sich ausgewiesenermaßen an Mitbestimmung halten, an Tarifverträgen, die Betriebsräte stützen und in ihren Unternehmen fördern, Bestandteil des Kataloges sind, ob jemand einen Preis bekommt oder nicht. Das ist nicht aufgenommen worden. Und solange sowas möglich ist, glaube ich, reden wir nicht offen und fair über CSR und darüber, was CSR sein kann. Wie gesagt, ein Dichter und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts: Große Werke werden nicht durch Stärke, sondern Beharrlichkeit vollbracht. Daran arbeiten wir und ich hoffe, wir tun das gemeinsam. Besten Dank.